Ja, grüezi miteinander. Ich würde hier gerne in der Atmung innen mit einem nächsten Video weiterfahren. Das ist das Video 6. Und zwar haben wir uns im letzten Video ja über die Nasennebenhöhlen unterhalten. Und da möchte ich Sie bitten, vielleicht einmal noch die Stopp-Taste zu drücken. Also wir haben mit dem haben wir aufgehört. Bitte drücken Sie doch noch die Stopp-Taste. Und wenn Sie wollen, können Sie da noch ein paar Begriffe zu dem Thema repetieren. Sie können Apps aufmachen dazu. Und zwar würde hier passen Atmung 1, 2 oder 13. Wie immer können Sie es anklicken auf dem einen Blatt, das ich Ihnen elektronisch habe zukommen, oder Sie gehen auf www.learningapps.org. Und geben die Keywords hier im Suchfeld ein. Ja, ich hoffe, dass mit diesen Apps ist eigentlich gegangen. Mir ist da noch etwas in den Sinn gekommen, das man vielleicht noch ein bisschen ergänzen könnte. Also wenn wir hier den Dings anschauen, den Frontalschnitt. Oder das haben wir eigentlich auch irgendwo hier im Netz drin. Ah, genau. Wenn wir hier, das wäre die Seite 50, da haben wir auch so einen Frontalschnitt, oder? Und da unten so gerne haben wir noch einen Querschnitt. Wenn wir da vielleicht mal noch schnell den Frontalschnitt anschauen, dann sehen Sie eigentlich, wir haben hier die Nasenhöhle, oder? Und von der Nasenhöhle her haben wir dann Zugänge in diese Nasennebenhöhlen. Und diese Nasennebenhöhlen ihrerseits stehen dann unter Umständen auch wieder in einer engeren Verbindung zu den Zahnfächern. Dann geht es von der Nasenhöhle nach hinten, geht es zum Rachen und von dort aus geht es ins Mittelohr. Oder wir haben über den Tränen-Nasenkanal aus der Nasenhöhle haben wir Verbindungen zu den Augen. Also da können sich unter Umständen irgendwelche Infektionserreger immer wieder ausbreiten, immer wieder verteilen. Also das kann unter Umständen ganz mühsam sein und immer wieder zu Rezidiven kommen. Also wenn Sie das vielleicht noch so als Schlusssatz zu diesem Thema hier aufschreiben möchten. Also die Nasennebenhöhlen sind nur durch dünne Knochenlamellen von den benachbarten Strukturen getrennt. Und eben dann das Gemeinsame ist dann eigentlich die Nasennebenhöhle, die steht ja da so zentral in der Mitte. Also die gemeinsame Nasenhöhle, habe ich jetzt vorhin Nasennebenhöhle gesagt, also die gemeinsame Nasenhöhle. Kann dann oft zu einer Streuung oder und Rezidiven. Ja, Entschuldigung. Rezidiven.
Stephen. Kann daneben zur Streuung von Mikroorganismen bzw. zu Rezidiven von irgendwelchen Erkrankungen, meist Entzündungen und so führen. Oder also wir haben hier die Nasenhöhle, so quasi im Zentrum. Dann geht es hier zum einen Auge und wieder zurück bzw. zum anderen Auge und wieder zurück. Dann haben wir eine Verbindung eben zu allen möglichen Sinus und wieder zurück von den Sinus, je nachdem welche das sind, haben wir eine mehr oder weniger naheliegende Verbindung zu den Zahnfächern. Gibt es übrigens auch bei Pferden lange Zahnwurzeln, die dann in die Oberkieferhöhle vorstoßen und eine entzündete Oberkieferhöhle machen. Und vom Sinus her, oder wenn Sie da an diese Hypophyse denken, das ist ja ein Teil des Gehirns, also diese Sinus, also jetzt nicht unbedingt die Keilbeinhöhle, aber die anderen, die liegen dann halt schon auch in der Nähe vom Gehirn. Also da kann es dann halt auch zu einer Meningitis kommen, das wäre eine Hirnhautentzündung. Und von dort kam der Erreger wieder im Prinzip zurück. Und dann haben wir hier eigentlich, von daher geht, da können wir noch Streuungen in den Rachen bzw. ins Mittelohr haben, also so aufsteigende Infektionen oder dann halt auch wieder diesen Weg. Also da kann es dann zu allen möglichen Erkrankungen kommen, zu Phlegmonen oder zu Empyemen oder zu Abszessen. Ja, also das nur noch so als Abschluss, wenn es Sie interessiert. Gut, also dann gehen wir weiter. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, 11.3. Das wäre der Rachen. Also das ist das, was eigentlich hinten an die Nasenhöhle anschließt. Das ist der Pharynx. Kommt aus dem Griechischen. Und heißt so viel wie Schlucht. Ist eine gute Umschreibung. Einfach das, was hinten, unten, tief nach unten geht. Wir schauen uns das direkt auf einem Arbeitsblatt an. Ich möchte hier vielleicht zuerst einige Stichworte zur Lage aufnotieren. Eben der Rachen, der Pharynx, liegt anschließend an die Nasenhöhle. Und an die Mundhöhle. Und aus dem Rachen geht es dann weiter. Ja, machen wir das so aus, das sehen wir nachher in der Abbildung. Aus dem Rachen geht es dann weiter, einerseits mal zur Speiseröhre, zum Ösophagus. Beziehungsweise zur Trachea, zur Luftröhre. Gut, das heißt also, wir haben im Rachen Zugänge von der Nasenhöhle und nachher geht die, also wenn wir jetzt, dann geht es weiter in die Trachea und wir haben dann Zugänge
von der Mundhöhle und es geht weiter in den Ösophagus. Und im Rachen, ich glaube, das haben wir schon eingezeichnet, aber wir können es ja dann auf dem einen Arbeitsblatt noch einmal einzeichnen, haben wir also eine Kreuzung der Luft- und Speisewege. Gut. Dann finden wir noch im Rachen drin die Mündung der Tuba auditiva, also der Hörtrompete. Und die Tonsillen. Das sind die Mandeln. Von denen gibt es verschiedene. Die schauen wir uns in einem späteren Moment an, wenn wir dann den sogenannten lymphatischen Rachenring anschauen. Gut. Also, der Pharynx. Ja, Sie haben hier auf der Seite 77, können wir uns das mal so groß anschauen. Also wir haben hier einen Sagittalschnitt und schauen dann auf die mediale Seite, oder Sie sehen das immer anhand der Nase. Also jetzt haben wir hier das Nasenseptum. Wir schauen also nach medial. Also die ganze Nasenhöhle hier und diese Sinus paranasalis, die haben wir jetzt in den letzten Videos angeschaut gehabt. Jetzt haben wir hier hinten haben wir im Prinzip den hinteren Abschluss der Nasenhöhle, das sind die sogenannten Choanen. Also so wie die Nüstern hier die Nasenlöcher der Beginn der Nasenhöhle sind, sind die Choanen hier hinten der Abschluss. Und dann haben wir alles das hier, das da hier ist dann eigentlich Rachen. Hier haben Sie die Mundhöhle, die erkennen Sie gut. Sie suchen sich einfach die Zähne auf und dann gehen Sie da mal zwischen den Zähnen hindurch. Das Große hier, was die Mundhöhle ausfüllt, ist die Zunge. Hier haben Sie dann die Mundhöhle. Das wäre dann der Speiseweg oder da schlucken Sie. Die Speise kommt dann hier auch in den Rachen und geht dann hier. Das will ich noch ein bisschen nach oben tun. Geht dann hier weiter nach unten und das da hier ist der Ösophagus und das ist ja ein Muskelschlauch und wenn wir einen Muskelschlauch haben, das ist ja immer weich, da liegen ja, wenn da nicht irgendein Inhalt in diesem Muskelschlauch oder was auch immer weiter bewegt wird, dann liegen die Wände der Muskelschläuche immer schön an. Also hier, das da wäre dann der Ösophagus. Und hier haben wir den Atemweg, hier strömt also die Luft, oder hier haben wir den oberen Teil des Pharynx, dann haben wir einen mittleren und einen unteren Teil des Pharynx und im unteren Teil haben Sie dann den Zugang zur Luftröhre. Jetzt die Luftröhre, die beginnt erst etwa hier unten oberhalb der Halsbasis und im Hals haben wir eigentlich dann den Larynx, das ist der Kehlkopf. Also verwechselt, das ist jetzt etwas unglücklich. Also wir haben den Pharynx und hier haben wir den Larynx. Hier strömt die Luft durch. Also der Larynx ist dort, wo die Luft durchströmt. Das ist also der Kehlkopf. Den werden wir dann in Kürze auch kennenlernen. Gut, also das ist die Seite 77. Ja. Ich habe Ihnen ein Arbeitsblatt zukommen lassen. Und zwar ist das die Datei mit Dateiname Verdauung 14. Das war früher halt anders gegliedert im Unterricht.
macht nichts. Genau. Sie können jetzt mal die Stopp-Taste drücken und versuchen Sie mal, also Sie haben hier auf der Abbildung haben Sie Buchstaben und versuchen Sie das mal hier auszufüllen, was wir hier sehen. Wir machen es dann nachher gemeinsam, aber drücken Sie doch mal die Stopp-Taste und versuchen Sie das selbst zu machen. Gut, schauen wir uns das einmal an. Ich habe jetzt eigentlich erst jetzt auch selber beim Ausfüllen gemerkt, dass hier unten diese beiden, die habe ich vergessen einzutragen. Also Sie können das hier mal noch nachtragen. Das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Gut, dann stimmt es nämlich. Also was wir hier haben, N ist die Nasenhöhle. Eben die hört hier hinten auf. Das da, wenn Sie wollen, können Sie das noch anschreiben. Das sind eben diese Choanen, diese hinteren Abschlüsse der Nasenhöhle. Dann haben wir M, das tut mir leid, das ist etwas undeutlich geworden. M ist die Mundhöhle und Z ist dann die Zunge. Dann haben wir hier unten H wie Hyoid, das ist das Zungenbein, das ist, wenn Sie sich selber an, wenn Sie unten dem Unterkiefer nachfahren Richtung Hals und dann spüren Sie in der Tiefe des Halses und dort etwas drücken, dann spüren Sie da einen kleinen dünnen Knochen, das ist das Hyoid, das Zungenbein, da ist die ganze Zungenmuskulatur daran befestigt. Nicht fest drücken ist frakturgefährdet. Wenn jemand auf der Forensik landet und man muss die Todesursache durch eine Autopsie feststellen, wird immer auch das Hyoid angeschaut, weil wenn das Hyoid gebrochen ist, dann haben Würgeversuche stattgefunden. Gut, L ist der Larynx, der Kehlkopf, das ist diese ganze Struktur hier, das lernen wir dann in Kürze auch kennen. SD ist die Schilddrüse oder die Glandula thyroidea. T ist dann hier die Trachea. OE wäre der Ösophagus oder Ösophagus, wenn Sie wollen. RM ist das Rückenmark, oder hier oben wäre ja alles Hirn bzw. Kleinhirn und dann geht es da das Rückenmark runter und das Rückenmark liegt ja in der Wirbelsäule drin und das da hier sind jetzt einfach die einzelnen Wirbel, die da der Länge nach durchgetrennt worden sind und ich habe da mal den obersten Wirbel angeschrieben, das ist die ganze Halswirbelsäule hier und der erste Halswirbel, das ist der C1, zervikal oder erste Halswirbel und das wissen Sie vielleicht aus einer früheren Ausbildung oder aus einem Biounterricht. Der erste Halswirbel hat einen eigenen Namen, das ist der sogenannte Atlas. Und dann haben wir eben noch diese beiden Hohlräume, die wir jetzt zuletzt kennengelernt haben, den Sinus frontalis und den Sinus sphenoidalis. Gut, also das einfach mal so noch als Repi zu diesem ganzen Pharynx oder einfach zur Topografie des Pharynx, sagen wir das so. Jetzt haben Sie hier einfach noch Strukturen, die nicht farbig angefärbt sind und Sie sehen, wir haben hier ein oberstes Stockwerk, ein mittleres Stockwerk und ein unteres Stockwerk. Jetzt schreiben wir uns vielleicht mal noch auf, was wir in diesen Stockwerken finden oder von wo bis wo das sie reichen. Also wir haben hier dieses oberste Stockwerk. Ich kann das ja mal noch etwas schraffieren. So. Und dieses oberste Stockwerk, das reicht also von den Choanen, also von diesen hinteren Nasenlöchern quasi, bis zum Abschluss des weichen Gaumens.
Oder der Gaumen. Haben wir das aufgeschrieben? Nein, aber ich habe es hier mit einem G gekennzeichnet. Der Gaumen ist ja im Prinzip die Trennwand zwischen der Mundhöhle und der Nasenhöhle. Und der vordere Teil des Gaumens besteht aus Knochen, da sind dann auch die Oberkieferzähne eingelagert. Und wenn Sie nach hinten gehen, haben Sie eigentlich nur noch Muskulatur und Bindegewebe, drum halt der weiche Gaumen. Und wenn Sie dann hier hinten ankommen mit einem Finger oder mit irgendetwas, dann lösen Sie unter Umständen einen Brechreiz aus. Und ganz sicher lösen Sie Brechreiz aus, wenn Sie an die hintere Wand des Rachens kommen. Also wir haben hier den knöchernen Gaumen und hier haben wir anschließend den weichen Gaumen. Der hört, das ist übrigens das Halszäpfchen, dieser hintere Abschluss. Und das gibt uns einfach eine anatomische Trennlinie, wo dieser, wo dieses oberste Stockwerk aufhört. Jetzt in diesem obersten Stockwerk des des Rachens finden wir mal die sogenannten Tubenmandeln. Die sitzen da einfach am Dach des Rachens. Da oben sitzen die. Also die Rachenmandeln. Oder die werden auch Adenoid oder Tonsilla pharyngea genannt. Also die sitzen da am oder liegen am Rachendach. Ja, das ist jetzt einfach so ein flattiges Gewebe, wo so wieder aufgeknallt worden ist. Also stellen Sie sich vor, Sie schmeißen, Sie nehmen den Schneeball, vielleicht ein bisschen aus weicherem Schnee und werfen den an eine Hausmauer. Und dann klatscht ihr den auch so an die Hausmauer drauf und bleibt so kleben. Und so können wir uns das hier etwa vorstellen. Also das ist eben so einfach so ein Fladen von lymphatischem Gewebe, das da oben ans Rachendach hergeschossen worden ist. Jetzt das da, was wir hier haben, das ist die Mündung der eustachischen Röhre. Oder die kommt ja vom Mittelohr her und mündet da im Rachen ein. Und rund um diese Mündung der eustachischen Röhre haben wir auch Mandelgewebe, also lymphatisches Gewebe. Und das ist dann die sogenannte Tubenmandel. Oder die Tonsilla, ja, Entschuldigung, die Tonsilla tubaria. Die liegt da so an der Latera, also das ist ein A. Ich muss das etwas schöner schreiben. Liegt da an der lateralen Rachenwand. Ja, und dann haben wir noch die Mündung der Ohrtrompete. Gut, also wenn Sie wollen, können. Gut, also das ist der Inhalt des des obersten Stockwerks. Dieses oberste Stockwerk, das wird auch Nasopharynx genannt. Also diesen Begriff müssen Sie bei mir so nicht wissen. Wenn Sie den irgendwie in Ihr passives Wissen versorgen können, ist das gut. Aber ich bin froh, wenn Sie wissen, es gibt ein oberstes, ein mittleres und ein unteres Stockwerk und wenn Sie wissen, was wo vorkommt. Gut, im mittleren Stockwerk, das wäre das da.
Also das schließt dann eigentlich so direkt an die Mundhöhle an, oder? Im mittleren Stockwerk haben wir auch zwei Mandeln. Das eine ist mal so die Gaumenmandel. Die liegt so ganz ebenfalls so lateral in der sogenannten Gaumenbucht. Und dann haben wir hier zu unterst haben wir die Zungenmandel. Da können Sie die Zunge ausstrecken, wie Sie wollen, und in den Hals hineinschauen. Die sehen Sie nicht. Also die ist ganz, ganz hier zu unterst an der Zungenbasis. Also wir haben das mittlere Stockwerk, da haben wir diese Gaumenmandel. Oder die Tonsilla palatina. Palatum ist der Gaumen. Und dann eben die Tonsilla lingualis, also lingua ist die Zunge, oder die Zungenmandel. Gut, und hier bei diesem mittleren Stockwerk, also vor allem an der lateralen Wand, haben wir eine topografische Nähe zur Carotis communis, also zur Halsschlagader. Also die läuft da ziemlich, also das wäre, der Pharynx ist ja so ein Verbindungsstück, oder? Und außen an diesem, links und rechts außen an diesem Verbindungsstück, laufen dann die großen Leitungsbahnen des Halses durch, und da in diesen, von diesem mittleren Stockwerk aus haben wir dann eine Nähe zur Carotis communis, und wenn es dann zu Tonsillektomien, zur Entfernung vor allem hier der Gaumenmandeln kommt, dann kann da ein kleiner Ast aus der Carotis communis zu dieser Gaumenmandel kommen, der nicht ungefährlich ist. Also wir haben hier einfach topografische Nähe. Ja, ach, haben wir da ein Merkesternchen. Also da muss man bei den Tonsillektomien muss man dann da etwas aufpassen. Aber die Tonsillen, die schauen wir nachher direkt noch einmal so in einem eigenen Kapitelchen an. Jetzt geht es hier einfach um den Rachen. Gut, also das ist das mittlere Stockwerk. Eben auch mit diesen Mandeln, mit diesen Tonsillen. Gut, und dann haben wir dann das unterste oder das unterste Stockwerk oder den sogenannten Kellerpharynx. Da haben wir einen Zugang eben in die Trachea einerseits und in den Ösophagus andererseits. Und zu oberst auf der Trachea haben wir ja den Kehlkopf, den Larynx, und der Kehlkopf, der wird beim Schlucken, auch das sehen wir später noch, beim Schlucken
wird der Kehlkopf mit dem sogenannten Kehldeckel oder der Epiglottis verschlossen. Also das da hier, was so in den untersten Pharynxteil hineinragt, ist so wie ein WC-Deckel. Ist so wie ein WC-Deckel. Und wenn Sie schlucken, oder, dann kommt da oben kommt die Nahrung und dann tut eigentlich der Zungengrund beim Schlucken leitet Ihnen den WC-Deckel, also die Epiglottis, ab und verschließt Ihnen da den Larynx, also den Kehlkopf. Und gleichzeitig haben wir dann hier rundherum eine Reihe von Muskeln. Das merken Sie übrigens auch. Sie können ja mal schnell schlucken. Und wenn Sie schlucken, dann merken Sie auch, wie der Kehlkopf nach oben gezogen wird. Also wenn Sie schlucken, drückt die Zunge hier zu, andere Muskeln ziehen den Kehlkopf hier auf und dann kann die Nahrung hier in Ösophagus reinrutschen und der Eingang der Atemweg ist aus dem Speiseweg im Prinzip rausgezogen. Gut, aber auch das sehen wir etwas später. Also in diesem untersten Stockwerk haben wir dann die Epiglottis. Also den Kehldeckel. Und den Zugang zur Trachea einerseits und dem Ösophagus andererseits. Ja, ich glaube, das können wir. Ja, ich denke, das können wir hier mal so stehen lassen. Oder Sie können das hier auf dieser Seite 77, können Sie das noch einmal anschauen. Da sieht man das räumlich vielleicht noch etwas besser. Also hier das oberste Stockwerk, hier das mittlere Stockwerk und hier das untere Stockwerk. Hier haben Sie das Adenoid, die Rachenmantel. Hier haben Sie die Tonsilla tubaria und da geht es dann zum Mittelohr. Also das ist die Ohrtrompete und hier haben Sie in diesem, das da wäre dann das Halszäpfchen, oder hier haben Sie die Tonsilla palatina, die da in der Gaumenbucht liegt, hier haben Sie die Zunge mit der Zungenmandel, dann haben Sie hier den ganzen Larynx, den Kehlkopf und hier haben Sie den großen Kehldeckel, also die Epiglottis, die sich da so über die Öffnung des Kehlkopfes legt und ihn verschließt. Gut. Wir können mal schnell da schauen, ob man da noch etwas Schlaues findet zum zum Pharynx. Also ich gehe mal da hier hin und dann vergrößern wir das mal. Da ist ja nur, ich erkläre das mal noch für die Frau Schenk. Also Frau Schenk, das da ist es, müssen Sie überhaupt nicht anschaffen, aber ich brauche es einfach jetzt in dem Fernunterricht, oder? Das ist ein App, das heißt Atlas der Humananatomie und das ist, können Sie mal schnell in den App Store rein schauen. Also ich glaube, den, wo ich es gekauft, wo ich es, da. Steht jetzt gar nicht, wie viel das kostet. Ich könnte so gerne mal wieder noch aktualisieren. Aber ich glaube, das ist ungefähr etwa
20 Franken. Also es ist eine relativ gutes App. Man sieht sehr viel, sieht man. Oh, jetzt ist natürlich am Aktualisieren. Jetzt muss ich warten, Entschuldigung. Ja, dann nehme ich das im nächsten Video hervor und erkläre das. Also nur noch für Frau Schenk. Also sie könnte es installieren und brauchen, wenn sie wollen. Gerade für Blut, Gefäß und so weiter ist das mega gut. He? Gut, also danke vielmals.